Die Welpen entdecken das erste Mal die Freiheit. Sie sind alleine aus ihrer Wurfkiste in den Spielbereich rausgekrabbelt und haben ein wenig Schutz bei Anke unter den Füßen gesucht. Und die eine leckt die Zehen ab. Wer ist das denn mit dem einen Punkt? Das ist die Finja. Die Finja. Das Mädel Kleffer und da ist Fido. Ist das richtig, Anke? Fido, hinter Finja her. Und sie erkunden die Gegend. Noch etwas unsicher. Und da hinten guckt Fariba ein wenig. Ja, nun komm, Fariba, trau dich. Und wo ist denn unser Vierter? Anke. Der Vierte ist noch bei der Mama und trinkt. Und siehe da, Fariba findet auch den Ausgang. Und ab geht's auf die Toilette. Ja, prima. Da machen wir Pischer-Pischer. Ja, gut. Ja, das ist vielleicht... Na doch, da pischern wir jetzt ja nicht. Und Fariba, was ist? Ihr kommt raus, nicht da drin spielen, da sieht euch keiner. Ja, umgefallen. Ja, hallo. Hier. Das ist schon fein, ja. Den würde ich nicht aufhören. Ja, prima. Oh, oh. Wer macht ihr denn da? Ja, komm. Ja, komm, mein Lieber, das ist meine Maus. Ja, komm, mein Lieber. Ja, komm. Das hast du toll gemacht. Ja, fein. Guck mal hier, was kommt denn da? Ja, guck mal hier, was kommt denn da? Ja, was ist das? Was ist denn das? Ja, was ist denn das? Das ist Süßi. Ja, nicht Pfötchen heben, rauslaufen, Fariba. Ja, auf, ui. Ja, gut. Ja, du machst ja schon gute Stimmen. Ja, und da drin wird auch gesprungen. Ja, jetzt ist sie rausgekommen. Na, traut sich Fariba auch noch? Ja, Fariba kommt ans Loch, an die Öffnung. Aber erstmal wieder einen Schritt zurück. Fariba, komm. Nicht Pfötchen heben. Komm raus, Fariba. Ja, komm. Und dir schmeckt das Tuch, das Handtuch, hm? Und sie kuschelt sich in die Decke ein, Fariba. Sie mag lieber die Decke. Ja, wer bellt denn da? Da bist du ja schon wieder. Ja, komm mal hin. Fido. Ja, komm mal hin. Fido. Und hier schwänzelt das Schwänzel von Finja. Finja. Und Fariba und Fido jetzt. Ja, prima macht ihr das, ihr Kinder von der Fürstenkrone. Ganz tolle Nummer, ganz tolle Nummer. Und jetzt schauen wir mal zur Tante, die liegt hier und begutachtet das Ganze, Julien. Und hier unten drunter, da hat sich die Mama zurückgezogen und da säugt das vierte Baby. Ja, Mama, das ist ja ein toller Platz. He? Da kommen aber die anderen Babys gar nicht hin. Und wie gesagt, hier die Spielstube der Welpenkinder von der Fürstenkrone. Oh, schon ganz mutig hier vorne am Ausgang. Den müssen wir bald zumachen, damit ihr da nicht abbüchsen könnt und uns den Teppich voll macht.
Ja, prima. Das war's dann für heute Morgen. Morgen gibt es eventuell mehr zu berichten. Tschüss, sagen die Welpen von der Fürstenkrone.